Hi, ich begrüße euch an unserem neuen Angelplatz. Hier werden wir auf jeden Fall einige Zeit bleiben müssen, weil ich glaube, mein Auto, so wie es aktuell schneit, kriegen wir hier nicht mehr weg. Hier den Waldweg müssen wir wieder hoch. Und wenn es so weiter schneit, denke ich, müssen wir uns hier rausziehen lassen. Aber jetzt sind wir erstmal hier. Wir sind angekommen und ein mega spannendes Revier erwartet uns. Hier im Hintergrund seht ihr die riesen Stauanlage. Wir haben stehendes Wasser hier in diesem Bereich, leicht zurückdrehend. Und da drüben bricht der Fluss herunter. Wir sind am Inn. Die letzten zwei Tage haben wir auf Quappe geangelt. Da wart ihr dabei. Und jetzt wollen wir noch versuchen, hier in dem Bereich einen stattlichen Winterhecht zu fangen. Und der Martin, der Verrückte, sagt, ach, in dem Gebiet, in dem ruhigen Wasser hier, fernab der starken Strömung, ziehen sich bestimmt auch Karpfen jetzt im Winter zurück. Das ist ein spannendes Vorhaben. Zwei Ruten auf Karpfen, zwei Ruten auf Hecht mit Deadbaits. Ich bin wirklich gespannt, was uns erwartet. Unsere Bude haben wir schon mal aufgebaut, damit es alles schnell vonstatten geht. Und hier in dem Bereich, dieses Angelrevier, wollen wir uns jetzt nochmal 48 Stunden vornehmen. Und ich hoffe, der Schneefall hört irgendwann ein bisschen auf. Oder wir finden einen netten Bauern, der uns mit seinem Traktor, oder besser gesagt mein Bulli mit seinem Traktor, dann hier rauszieht. Wer weiß, was noch hier runterkommt. Heute Nacht soll es minus 10 Grad werden. Und es ist noch gut Niederschlag, also Schneefall, im Wetterradar drin. Aber jetzt sind wir erstmal hier und darum geht's. Und nach der Fischerei sehen wir dann weiter, wie wir überhaupt wegkommen. Aber jetzt geht's erstmal los. Ist doch mega, oder? Ein kleines Problem haben wir natürlich. Das will ich euch auch mal zeigen. Ein Steilhang vor den Füßen. Hier können wir definitiv ohne Bergsteigerausrüstung nicht ans Wasser kommen. Die Ruten werden wir von oben werfen können. Aber wenn ein Fisch beißen sollte, den hier zu bekommen, da vorne kommen jetzt ein paar Steine im Wasser. Aber hier runter zu kommen, bei den rutschigen Verhältnissen, aber da haben wir auch schon einen Plan. So, vom Winkel her denke ich, hier ist meine Anhängerkupplung. Und genau hier unten kommen die ersten Felsen im Wasser. Hier werden wir unsere Kletterhilfe anbringen. So, jetzt erstmal meinen Fisch hier abmachen. Okay, Action. Martinho hat ein Kletterseil am Start. Und das wird auch die einzige Möglichkeit sein, um hier hoch und runter zu kommen. Aber mit so einem Kletterseil sollte es klappen. Machen wir jetzt direkt hier an der Anhängerkupplung fest. Und dann können wir uns auf jeden Fall abseilen, falls wir Glück haben und da runter müssen, um einen Fisch zu landen. Das Seil reicht. Dann machen wir es hier oben fest. Die hält, die zieht auch mein Wallerboot immer nach Italien an Bow. Ich mache noch eine Schlaufe drum, dass sie nicht wegrutscht. Immer noch drum schlaufen einfach. Genau. Jetzt probier mal, ob du runterkommst. Mach den Test. Let's go. Das geht. A-Klapp. Grenzwertig. Naja, definitiv nicht der einfachste Angelplatz, aber wir haben hier keine andere Möglichkeit, wenn wir hier in dem ruhigen Wehrbereich angeln wollen, ans Wasser runterzukommen. Aber mit einem Seil wird es klappen. Und um den Rest machen wir uns Gedanken, wenn es soweit ist. Aber jetzt bereiten wir erstmal die Ruten vor.
Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Hier vorne im Wehrfeld bekomme ich leider keine Routenhalter mehr rein. Martin hat mir sein Dreibein geliehen für die Aktion hier. Das wird das Angelareal sein, wo wir die Hechtruten platzieren werden. Das Wasser steht fast, dreht ganz langsam, läuft da drüben raus, langsam wieder rein. Und drüben kommt die Hauptströmung vom Inn. Also ich denke, dass sich viele Fische hier auf jeden Fall zurückziehen werden, um ein bisschen Ruhe vor der Hauptströmung zu finden und hier vielleicht auch noch Nahrung zu sich nehmen. Damit der Pott hier sicher stehen bleibt, ist ja alles nur gemauert hier an der Mauer, habe ich noch einen schönen starken Stein hinten drauf gelegt. Und da sollte das passen. Hier geht es auf jeden Fall kerzengerade runter. Also wenn hier ein Huber kommt, ein Hecht beißt, muss ich auf jeden Fall den Fisch bis davor drillen und dann in unserem Kletterseil mich abseilen, um den Fisch keschern zu können. Also es ist wirklich ein spannendes Unterfangen, auch nicht ganz ungefährlich. Ich zeige euch das mal. Ich gehe mal langsam hier vor. Es wird jetzt alles hier ziemlich rutschig und glatt durch den Schnee. Also da will kein Mensch reinfallen, definitiv nicht. Deswegen Vorsicht geboten. Hier im oberen Bereich werde ich eine Schwimmerrute setzen. Und hier, wo die Strömung langsam reindreht, eine Grundrute. So habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also habe einen Köderfisch deutlich über Grund präsentiert. Ich werde so einen Meter über Grund den Köder setzen und die andere direkt am Grund. Weil ich denke, wenn hier Hechte in dieses Becken reinziehen oder vielleicht sogar schon da sind, werden die hier immer an diesen Mauern entlang schwimmen und gucken, ob sie Beute finden. Denn dort werden sich auch die Futterfische verstecken jetzt. Meine Schwimmermontage ist relativ einfach gehalten. Ich habe hier unten meine normalen Deadbait-Vorfäche dran, ein 60 cm langes Stahlvorfach mit zwei Drillingen, ein 10 Gramm Blei und dann einen 30 Gramm Laufschwimmer. Ich habe hier ein Modell gewählt, in das ich später dann, wenn es dunkel wird, ein Knicklicht einsetzen kann, um wirklich 24 Stunden jetzt Tag und Nacht den Schwimmer schön beobachten zu können. Ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen loten, tiefer ausloten, damit mein Köder einsetzen werde ich. Stattliches Rotauge jetzt im Winter. Kann meiner Meinung nach der Köder für einen Hecht, der Hunger hat, nicht groß genug sein. Ein richtig schönes Rotauge kommt zum Einsatz auf dem Doppelhakensystem. Und das will ich genau einen Meter über Grund setzen. Nicht zu oberflächennah, schön nah am Grund. Und da werden wir jetzt erstmal loten, wie tief es hier vorne genau ist. Ich habe jetzt meinen Schnurstopper circa auf 3 Meter gestellt. Der Schwimmer stellt sich schön auf, also das Blei unten mit dem Vorfach liegt noch nicht auf Grund auf. Ich werde jetzt noch einen halben Meter dazugeben. Schauen wir mal, wie er dann steht und dann kommt die erste Rute ins Wasser. Damit ich meinen Köderfisch hier möglichst natürlich anbieten kann, werde ich den ersten Drilling hier vorne gleich im Kopfbereich an der Brustflosse setzen und den zweiten Haken hier knapp hinter der Rückenflosse im oberen Bereich des Köders. Und da habe ich auf jeden Fall beide Anbissstellen, die Fischmitte und auch den Kopfbereich des Köders mit einem Haken versehen. Schauen wir mal, ob ein dicker Winterhecht, ein Zander wäre auch willkommen, hier Bock drauf hat.
echt gut, dass meine Route hier noch ein bisschen über die Kaimauer, hier vorne über den steilen Bereich hinweg steht. Denn die leichte Strömung, wo das Wasser hier zurückläuft, greift doch schon die Schwimmermontage, aber so wird er schön genau vor der Mauer gehalten. Also ihr seht, der hängt da unten ganz perfekt unter Zug. Das sieht richtig gut aus. Jetzt hole ich meine zweite Route, die werde ich hier vorne in dem Bereich direkt auf Grund, wie ihr es vom Deadbaiten von mir kennt, präsentieren. Auch hier nahe an der Mauer entlang. Schauen wir mal, haben wir einen Köder knapp über Grund und einen direkt am Grund. Und die trägen Winterräuber, egal ob Hecht oder Zander, die werden auf jeden Fall jetzt so einen dicken Happen in Grundnähe oder knapp über Grund nicht verschmähen, sofern sie vorbeikommen. Ja. Meine Grundroute ist jetzt auch einsatzbereit. Euch wird auffallen, ich habe die Rollen gewechselt. Ich habe ja auch die Classic Master Routen, also die meine Deadbait Routen jetzt zum Quappenangeln benutzt. Das hat gut geklappt, hatte aber da kleinere Rollen drauf mit dünnerer Schnur. Jetzt habe ich meine größeren Rollen hier montiert mit einer 040er Mono. Das ist mir definitiv sicherer beim Hechtangeln. Und mein Grundsystem, mein Deadbait System, kennt sicherlich die meisten von euch. Das habe ich euch schon in zahlreichen Videos vorgestellt. Im vorderen Bereich, um das Blei zu halten, der Mr. Pike Gletscherboom, eine starke Perle, ein zuverlässiger Wirbel und dann ein 60 cm langes Stahlvorfach mit zwei Drillingen. Und da wird jetzt der Köder am Grund präsentiert. Ich habe wieder eine gute Sammlung an richtig starken Rotaugenhappen am Start. Bei den Temperaturen jetzt habt ihr auch keine Probleme, dass euch die Köder da frühzeitig auftauen. Die bleiben richtig schön lange jetzt frisch. Wenn ihr im Winter nicht an Köder rankommt oder keine Chancen habt, welche selber zu fangen, ich schaffe das auch nicht immer, kriegt ihr bei www.köderfisch.de ganz schnell unterschiedliche Köderarten geliefert. Das ist eine super Sache, auf die greife ich auch sehr gerne immer zurück. Ihr findet auch einen Link zu dem Shop bei mir hier in der Videobeschreibung. Zur Anköderung, der hintere Drilling kommt in die Schwanzflosse meines Köders, weil er hier richtig gut hält. Ja. Das ist ein richtig schöner, fester Bereich. Und der vordere Drilling beim Grundangeln leicht unter Zug, dass das Vorfach und der Bereich zwischen den beiden Haken schön gespannt ist. Hier in den Kopfbereich. Und das ist auf jeden Fall ein schöner, lockender Happen direkt am Grund. Und diese Route werde ich jetzt auch gleich hier an der Kaimauer versenken, in der Hoffnung, dass da die Hechte vorbeikommen. Die Ruten sitzen, ich muss mir jetzt nur irgendwas überlegen, wie ich das mit meinem Schnurfreilauf mache. Die Bremsen ganz fein einzustellen, ist mir ein bisschen zu heiß, denn es kann sein, dass durch den permanenten Schneefall, der später sich auch auf der Rolle niedersetzen wird, die Bremsen leicht einfrieren oder nicht so sauber arbeiten, wie wir es im Sommer gewohnt sind. Deswegen werde ich mit offenen Rollenbügeln angeln. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob nicht irgendwann hier eine andere Strömung entsteht, das Wasser ein bisschen anders dreht oder auf die Montagen anders wirkt, je nachdem, wie die Turbinen hier arbeiten. Deswegen werde ich mir jetzt was überlegen müssen, dass ich die Schnur noch ein bisschen fixieren kann. Ja? Also vielleicht hier ein Gummi über die Rollen legen, dass nicht unbeabsichtigt oder eventuell sogar durch zunehmende Strömung mir einfach die Schnur hier runtergezogen wird. Da muss ich mir jetzt noch irgendwas bauen. Muss mal gucken, ob ich da im Bulli irgendwas finde, was ich da benutzen kann. Da war ich jetzt nicht so drauf eingestellt. Mal gucken, was wir da finden. Ich habe Glück gehabt, ich bin fündig geworden beim Martin in der Karpfenbox. Ich habe so einen dünnen Schlauch hier gefunden, einen Silikonschlauch. Da werde ich jetzt einfach eine Schlaufe reinknoten. Und werde die Schlaufe mir jetzt hier um den Rutengriff legen und festziehen. Dass es richtig gut hält, noch ein bisschen ineinander Knoten. Ihr könnt auch einen normalen Knoten machen und in diese Schlaufe werde ich jetzt meine Hauptschnur hier einhängen.
gerade so drunter schieben, unter den Gummi. Und der Gummi jetzt ist stark genug, die Schnur der offenen Rolle zu halten. Und wenn jetzt ein Fisch richtig zieht, kann er die hier rausziehen und dann ablaufen. Aber die Strömung schafft es auf jeden Fall nicht, mir hier Schnur runterzuholen. So, das spanne ich jetzt hier nach. Das gleiche mache ich jetzt bei meiner anderen Rute, bei der Schwimmerrute auch noch. Und dann müssen wir schleunigst vor zum Martin, denn da kommen die Karpfenruten jetzt ins Wasser. Der Pott vom Martin steht schon in den Startlöchern. Aber das ist doch eine mega coole Sache, oder? Nur der Versuch macht klug. Und ich denke, hier in solchen Bereichen, wo das stehende Wasser auf die harte Strömung trifft, werden sich alle möglichen Fischarten zurückziehen. Und wie der Martin zu mir gesagt hat, Mensch Stefan, lass uns doch zwei auf Hecht, zwei auf Karpfen probieren und dann uns auf das versteifen, wo wir Aktion bekommen, sofern wir überhaupt Aktion bekommen jetzt hier im Winter. Die letzten Tage beim Quappenangeln, das war ja der Wahnsinn, aber jetzt mal gucken, ob auch Hecht und vielleicht sogar Karpfen hier am Fluss funktionieren könnte. Drückt uns die Daumen. Ich hoffe nur, dass es nicht noch mehr schneit. Im Moment haben wir ja eine kleine Schneepause. Also es graubelt immer noch weiter. Aber wenn heute Nacht dann noch mal richtig Schnee dazukommt, so viel wie heute früh, dann bleibt definitiv mein Auto und vielleicht auch das Zelt die nächsten Tage hier stehen, bis es taut. Weil ich komme hier nicht mehr raus. An Stefan, seine Hechtruten sind scharf. Ich will jetzt meine Karpfenruten auch ausbringen. Ich habe alles schon vorbereitet. Ich habe mich hier entschieden, da diesen strömungsberuhigen Bereich anzuangeln. Da ist ein bisschen tiefer. Ich habe mich für ein etwas längeres Monofils-Vorfach entschieden mit kleinen Bodenköder. Einmal einen farblich auffälligen Bodenköder, einen ganz fischigen und einmal ein bisschen einen farblich dezenteren Bier Barbecue. Auch so ja, fischig, ein bisschen malzig. Ich vertraue jetzt hier im Winter auf kleine Boilies. Beide haben einen Durchmesser von 16 mm. Da haben wir es doch wieder kurz vor dem Einbruch der Dunkelheit. Wir haben jetzt kurz nach 4 geschafft, alles ins Wasser zu bekommen. Und das ist doch ein wirklich magisches Ambiente hier im Winter am Fluss. Bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wo der erste Hub kommt. Ob er die Räuber hier im Wehrgebiet, im beruhigten Wehrgebiet unterwegs sind. Oder ob sich vielleicht ein stattlicher Winterkarpfen die Ehre gibt. Im schlimmsten Fall passiert gar nichts. Aber wir haben auf jeden Fall die Eisen im Feuer für zwei verschiedene Fischarten, die sich definitiv im Winter fangen lassen. So, jetzt wird es aber allerhöchste Zeit, noch das Knicklicht in meinen Schwimmer zu stecken. Was ich vorhin gemeint habe, von wegen offener Bremse. Ne? So zugeschneit die ganze Rolle, da kann dann auf jeden Fall auch die Bremse haken. Eiskalt hier draußen. Ich freue mich wirklich, wenn gleich Martinho unsere Feuertonne anmacht. Oh.
absolut herrlich. Das Ding brennt, die Ruten sind scharf, richtig gemütlich, richtig gemütlich. Das ist Winterangeln Deluxe. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir hatten eine wunderschöne, eisig kalte Nacht. Es kam noch etwas an Schnee dazu, aber jetzt hat Schneegestöber ein Ende gefunden. Aktuell kommt nichts mehr runter. Zum Glück, das lässt hoffen, dass wir morgen hier vielleicht doch ohne die Hilfe eines Bauern wieder vom Flussufer wegkommen. Angeltechnisch habe ich für euch keine positiven Nachrichten. Da wäre er ja auch dabei gewesen. Es ist nichts passiert, gar nichts. Ein paar Piepser waren, aber das können Schnurschwimmer gewesen sein oder die Querströmung, die hier in die Schnüre reingedrückt hat von den Grundmontagen. Aber ansonsten ist gar nichts passiert. Wären wir doch dem Quappenangeln treu geblieben. Nee, aber aufgeben zählt nicht. Wir werden die Raubfischruten, die Ruten mit den Köderfischen jetzt nochmal ein bisschen umsetzen. Und bei den Karpfenruten ein bisschen Lockfutter bringen, also nicht zu viel. Die Fische werden kaum jetzt Nahrung zu sich nehmen. Ein bisschen was fressen die Fische immer. Wir werden da auf Futterballen setzen. Das zeige ich euch gleich, das bereiten wir jetzt vor. Und so probieren, die Fische auf unsere Köder aufmerksam zu machen. 24 Stunden bleiben uns jetzt noch. Morgen früh ist rum, das Winterabenteuer hier am Inn. Und abgerechnet wird immer zum Schluss. Nichts zu sehen an meinem Köderfisch. Ganz wichtig, habt ihr eben gut beobachten können, die Köderfischreste oder die alten Köder, die ihr austauschen wollt. Ich habe mir jetzt hier wieder ein schönes frisches Rotauge geholt. Nicht ins Wasser werfen. Wenn die Hechte zickig reagieren und ihr nicht permanent Bisse bekommt und dann auch anfüttern solltet, dass die Hechte am Platz bleiben oder immer wieder auf eure Futterrute treffen, auf jeden Fall nicht die alten Köder ins Wasser werfen. Denn wenn jetzt hier noch ein Hecht vorbeikommt und ihr den alten so achtlos reinschmeißt und einen frischen draufhängt, kann es natürlich sein, dass er den alten sich schnappt. Und in der aktuellen Phase, wo wir keine Aktion bekommen haben, spekuliere ich natürlich drauf, dass wenn einer kommt, auch nur ein Happen am Grund finden wird. Ich werde jetzt ein bisschen weiter mittig die Rute setzen, in den Dreher direkt. Vielleicht haben wir ja dort mehr Glück. So sieht's aus, ein frischer Happen kommt jetzt raus. Daumen drücken.
Ja gut, mit der Aktion haben wir natürlich nicht gerechnet. Wenn die da jetzt den ganzen Schnee oben vom Wehr ins Wasser runterballern, es gibt so Einschläge, ihr seht ja da vorne selbst die Wellen, die da entstehen. Ich glaube, da wird wirklich der hungrigste Winterhecht das Weide suchen. Naja. Wir bereiten jetzt mal das Futter vor, was ich euch vorhin erzählt habe, für die Karpfenruten. Die Hechtruten sind wieder scharf, die Grundrute ist neu geworfen. Den Schwimmer lasse ich liegen, der dümpelt ja da rum. Jetzt werden wir ein bisschen Flockenfutter da auf die Karpfenruten bringen. Ich hoffe halt, dass die Jungs da irgendwann aufhören, ja. Weil sonst wird es schwer. Ich glaube, jetzt im Winter, wenn die Fische alle so sensibel sind und da irgendwo Schneemassen ins Wasser reingeballert werden und riesige Druckwellen unter Wasser entstehen und Krach, dass sie da definitiv das Weide suchen. Boah, sind das Einschläge, Wahnsinn. Naja, genau da in der Nähe liegt meine Hechtrute. Ich muss mich jetzt erstmal hier abseilen, denn um unser Flockefutter, um unser Lockfutter anzumachen, brauchen wir ein bisschen Wasser. Mit Schnee wird es nicht funktionieren. Das ist echt eine Aktion. Also wenn wir hier noch einen Fisch fangen sollten und hier runter müssen zum Keschern, das wird ein Heidengaudi. Martin befreit gerade die Karpfenruten vom Eis. Die sind ja auch komplett eingeschneit. Absoluter Wahnsinn. Die Wasserbesorgung hat geklappt. Ich schütte jetzt noch ein bisschen was raus. Zu viel Wasser darf es nicht sein, dann werden die Futterballen, die wir ja auch irgendwie noch da rausschleudern müssen, nämlich zu nass und platzen auseinander. Ich habe mir hier so einen Wintermix vorbereitet. Ich habe hier ganz normales Fiederfutter dabei, das ist ein süßes Fiederfutter, da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht beim Wallerangeln, um Köderfische zu fangen. Es hat eine helle Farbe, gelblich-orange. Denke ich, das kommt ganz gut jetzt bei dem kalten, klaren Winterwasser. Dosenmais ist immer ein guter Snack und hat auch eine gute Flüssigkeit mit drin, also eine schmackhafte Flüssigkeit, eine stark riechende Flüssigkeit. Und noch ein kleiner Geheimtipp, Hundefutter. Bei warmen Temperaturen, wenn die Wassertemperatur so bei 20 Grad liegt, löst sich das relativ schnell auf, wie so ein Pellet. Geht rucki zucki. Habt ihr im Sommer 3 Stunden Angelzeit, dann ist es komplett weg vom Haken. Hat dadurch auch eine riesige Lockwirkung. Und ich denke, jetzt im Winter wird es aber ein bisschen länger halten bei dem kälteren Wasser. Das werden wir nicht als Hakenköder benutzen, denn wir wollen ja unsere Karpfenruten möglichst lange auf dem Spot liegen lassen, ohne da irgendwie Unruhe reinzubringen. Aber so ein paar kleine Brocken werden wir mit in diese Futterballen reinkneten. Als erstes haue ich jetzt hier das Fiederfutter rein, das kommt komplett rein ins Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, da sind auch so kleine Maiskörnchen drin, kleine Partikel. Schon richtig gut grobes Zeug, um die Karpfen da aufmerksam drauf zu machen. Wird jetzt schön durchgemengt, ist noch sehr nass. Jetzt noch ein bisschen strecken. Jetzt fängt es schön an zu ziehen, sich zu binden. Maiskörner mit rein. Die sättigen die Fische auf jeden Fall auch nicht jetzt im Winter.
sind so ein paar Brocken von dem Hundefutter mit rein. Die müsst ihr zerdrücken. Das ist gar nicht so einfach bei dem kalten Wetter. Jetzt wird das Ganze schön durchmengt. Jetzt machen wir einen kleinen Trick. Wir haben ja gerade das Glück, dass Schnee hier reichlich am Ufer liegt. Da werden wir die Futterballen, wir sind ja aktuell noch im Minusbereich, noch ein bisschen mit Schnee vermengen und uns richtige Eisbomben, Eiskugeln machen. Wie so ein Schneeball. Im Wasser löst sich der Schnee natürlich, aber um die jetzt ein gutes Stück rauszuschleudern, ist es doch perfekt. Und der Schnee oder das Eis jetzt da drin im Futterballen gibt der ganzen Kugel natürlich noch mehr Gewicht. Das wäre eine Schneeballschlacht. Ja? Da würden die Leute aussehen danach. Die Teile jetzt lassen wir noch leicht anfrieren, eine halbe Stunde, dann sind die richtig fest und dann schießen wir sie raus. Ja, das funktioniert noch ganz gut mit so einer langen Kelle. Die sind schön komprimiert jetzt, die Futterballen. Martin kriegt sie schön weit raus. Cool. Unglaublich, unglaublich, jetzt am späten Nachmittag, die Sonne kommt raus, läuft das Ding ab. Achtung, Achtung! Boah, bin ich fast abgestürzt.
Alter, das ist aber hier auch ein Gebiet, ey. Versuch, dass du nicht reinfliegst bei den rutschigen Steinen. Da holt dich keiner mehr raus. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Damit hätte ich jetzt wahrscheinlich wirklich nicht gerechnet. Aber klar, die Sonne kommt raus. Es ist jetzt zum Nachmittag hin komischerweise merklich wärmer geworden. Und plötzlich läuft das Ding ab. Aber klar, wo sollen die Fische sonst jetzt im Winter sein, wenn nicht hier in so einem ruhigen Bereich? Aber jetzt drücken wir mal die Daumen, dass auch alles gut geht. Hier sind so viele Felsen hier vorne im Wasser. Stock. Also das ist kein kleiner Fisch, wie der steht. Pass auf mit den Steinen da vorne, Martin. Alles voller Steine hier vorne. Zieh da an der Kante draußen lang. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Wahnsinn, absolut geil. Absolut. Er tobt da schön draußen, ne? Boah, mega Spiegler. Ein richtig krasser Spiegler. Alter. Geht's mit dem Keschern? Ich glaube, das geht. Oi, da schaut er den Fisch an. Mega, mega. Heftig, heftig, heftig. Alter, was ein Ding, was ein Ding. Komm, hol ihn rein. Megafisch, Megafisch. Ja! Ja! Oida, schau dir das an. Ich glaube, den Schrei hat man eben bis Österreich drüben gehört. Wahnsinn. Oida, schau dir den riesen Fisch an. Alter Martinho Petri. Petri. Puh, Wahnsinn, Wahnsinn. Alter, was eine Winterpraline. Du Glückskind. Wahnsinn, ja, krass. Wahnsinn, brutaler Winterfisch. Schaut euch das Ding an. Alter Falter, was ein geiler Inkarpf. Megateil für die Aktion jetzt hier im Winter. Ist zwar kein großer Hecht geworden, aber dafür ein richtig starker Spiegler. Petri, mein Freund, also Traumfisch, Traumfisch hier aus dem Fluss. Absoluter Wahnsinn. Geht raus im Winter, ihr seid ja nicht vor Überraschungen gefreit. Es kann immer irgendwas Verrücktes passieren. Eine ganz, ganz geniale, spannende Angelzeit. Nicht die einfachste Angelzeit, aber wie ihr sehen könnt, man kann jederzeit da wirklich einen Traumfisch fangen. Bis zum nächsten Video, bleibt gesund, euer Stefan. Ciao, ciao.